von der Volkswirtschaft, von außen, vom Weltmarkt zurück der Pangasius rein. Von innen haben wir den Otter jetzt da in Bayern. Als ja, es ist kein Neozoon, er feiert gerade ein Comeback und macht sich deutlich bemerkbar in Bayern. Die bayerische Teichwirtschaft und die Fischerei sind jetzt durch diesen Otter, durch die Rückkehr von Prädatoren und durch die Ankunft von Kormoran stehen vor großen Herausforderungen. Auch der Biber macht hier da und dort zu schaffen. Neben dem Kormoran und dem Graureiher kommt es vermehrt zu Konflikten mit dem Fischotter und auch dem Gänsesäger, die auf der einen Seite streng geschützte Tierarten sind, auf der anderen Seite aber eben durch den Anstieg ihrer Populationen für wirtschaftliche Schäden verantwortlich sind. Durch die Teichwirtschaft sind über Jahrhunderte Kulturlandschaften entstanden, die einen, wie wir gehört haben, sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt leisten. Und die bayerischen Fischer setzen sich, das glauben wir Ihnen jetzt, mit sehr viel Mühe für den Erhalt von Lebensräumen und seltenen Tierarten ein. Aber durch die Rückkehr dieser Prädatoren sind wohl einige von diesen Allgemeinwohlleistungen gefährdet. Wie haben es denn, Herr Hanfland, wie haben es denn die Leute früher gelöst mit solchen Prädatoren? Die hatten ja wahrscheinlich auch schon mit Ottern zu kämpfen oder mit Gänsesägern. Ja, es wird dann oft gesagt, ja, früher hat es ja auch geklappt, Otter- und Teichwirtschaft. Dann muss man erstmal die Frage stellen, was heißt denn früher? Also früher, bevor es die Teichwirtschaft gab, da mag Fischerei und oder mag der Otter- und Fischbestand im Einklang gestanden haben. Aber die Teichwirtschaft, die gibt es schon seit über 1000 Jahren. Und zu der Zeit hat man von Anfang an Prädatoren bekämpft, um sich das Überleben zu sichern. Und da hat man keinen Tierschutz und Artenschutz gekannt und hat die Tiere halt entnommen, bis sie halt ausgestorben sind. Fischotter sind vor über 100 Jahren ausgestorben und in den Jahren, wo dann keine Otter mehr da waren, war natürlich, hat die Teichwirtschaft gut so ihr Leben fristen können. Dann später wurde der Otter unter Schutz gestellt und die Bestände sind gestiegen und dann ist man eigentlich erst draufgekommen wieder, dass diesen Schutzstatus, den man sich leisten konnte als Wohlstandsgesellschaft, sage ich, dass sich der Teichwirt nicht leisten kann. Und noch viel später, wie wo wir jetzt sind, ist man drauf gekommen, man kann sich insofern möglicherweise die ganze Teichwirtschaft damit in Frage gestellt wird. Also auf mittlere Sicht, also wir brauchen unbedingt Problemlösungen, weil Teichwirtschaft mit Otter ist derzeit nicht vorstellbar. Wenn man jetzt überlegt, 2000 oder 1919 waren das 850.000 Euro Schaden, Summe, die gemeldet wurden von den Teichwirten. Da sind nicht die Schäden in freien Gewässern enthalten. Da sind auch nicht alle Schäden von, sage ich mal, Hobby-Teichwirten enthalten. Das sind die angemeldeten Schäden, die durch Ausgleichszahlungen gedeckt wurden. Und 2020 waren schon 1,2 Millionen Schäden. Und wenn das so weitergeht, man weiß gerade nach der Corona-Krise, das Geld ist endlich. Einem rein durch Ausgleichszahlungen die Teichwirtschaft am Leben halten, das ist zumindest nichts, was der Landesfischereiverband für richtig hält. Die Teichwirte wollen bewirtschaften, wie auch die Landwirte auch, und wollen nicht Almosenempfänger aus den Fördergeldern sein. Aber es ist ja schlichtweg auch nicht möglich. Das Geld ist einfach nicht da. Und wenn man dann sagt, dann überspann doch einfach den Teich. Das kann man machen bei einer kleinen Winterung oder man kann das bei einer Forellenteichwirtschaft machen. Abgesehen davon, es ist relativ teuer, aber wenn man das in ganz Bayern oder in ganz Bayern, also ist noch nicht ganz Bayern besiedelt, aber fast die Hälfte von Bayern ist besiedelt, das wären mehrere hundert Millionen Euro für Zäune, die wir dann in der Landschaft stehen hätten. Das ist zwar ein bisschen unrealistisch, weil das gar nicht genehmigungsfähig ist, in Schutzgebieten solche Zäune zu bauen. Es ist technisch nicht möglich, einen 20 Hektar Teich zu überspannen. Aber wenn das möglich wäre, würde man es auch nicht wollen, weil dann die ganzen Wasservögel könnten nicht mehr, also es wäre die ganze Ökologie und Kulturlandschaft zerstört. Also momentan sind wir wirklich in einem ziemlichen Dilemma, insbesondere beim Fischotter. Können Sie konkret erklären, wie diese Bedrohung durch den Fischotter aussieht und welches Ausmaß sie angenommen hat? Ja, die Bedrohung durch den Fischotter ist ja vielfältig. Einmal ist die Bedrohung durch den Fischotter unmittelbar auf den Fisch, aber die Bedrohung ist natürlich auch sozusagen etwas weiter gefasst, auf den Eigentümer, der auf den Fischzüchter eine Bedrohung in seiner Existenz.
Es gibt nämlich durchaus viele Teichwirte, die ausschließlich von der Teichwirtschaft leben. Und man muss sich mal klar machen, dass diese wertvolle Kulturlandschaft mit diesen vielen rote Liste Arten von Pflanzen, Insekten, Amphibien, ja, dadurch erhalten werden, dass Privatleute durch ihr privates Eigentum die Umwelt zur Verfügung stellen. Und der Fisch, der in diesem Teich schwimmt, ist nicht vergleichbar mit dem Fisch, der jetzt beispielsweise in einem Starnberger See oder in einem Fluss schwimmt, sondern der ist bereits Eigentum. Der gehört bereits jemandem. Und wenn wir alle Schleusen öffnen und sagen, ja, da muss der Otter sich aber unbegrenzt bedienen können, dann ist es nichts anderes vergleichbar, wie wenn Sie sich vorstellen, Sie machen auf einer Weide jeden Wolf oder jeden, wem auch immer, geben Sie die Möglichkeit, sich an den Tieren, die den Bauern bereits gehören, da gütlich zu tun. Das bedeutet, wenn der sein Eigentum nicht schützen kann, dann wird er aufhören. Und das Fatale ist dann eben, dass dieser Nebeneffekt des Naturschutzes, der durch diese private Aktivität entsteht, dann verloren geht. Und es ist mir schon ganz wichtig herauszustreichen, dass wir hier in der Teichwirtschaft über Fische reden, die bereits jemandem gehören. Und es kann nicht sein, dass hier andere Leute eine Tierart schützen, die in einem Ausmaß bereits vorhanden ist, dass sie nicht ansatzweise in ihrer Art bedroht ist. Also in der Erhaltung der Art. Und insofern möchte ich dem Kollegen Hanflat nur ganz etwas kurz korrigierend widersprechen. Er war eben nicht ausgestorben, er war bloß zurückgedrängt. Insofern, er war ja da. Aber da, wo er eben zu Schaden gegangen ist, in den privaten Eigentum des Teichwirts, dort hat man ihn massiv zurückgedrängt und dadurch konnte sich auch die Teichwirtschaft erhalten. Und man muss sich auch vorstellen, vielleicht ist es auch ein Thema von etwas späterem nochmal, dass der Schaden entsteht ja nicht nur dadurch, dass der Otter den Fisch tötet und rauszieht und zurückspringt und den nächsten tötet, sondern er entsteht auch allein durch die Anwesenheit. Fische, die kleiner sind, die gar nicht im Fokus von dem Otter sind, werden so gestresst, dass sie beispielsweise gar nicht mehr wachsen. Die haben eine ganz andere Nahrungsaufnahme, sind in ihrem Verhalten so gestresst, dass man würde das also als tierschutzrelevant eigentlich bezeichnen. Nur leider Gottes ist es so, bei Säugetieren, bei Hühnern, bei Vögeln, hat man ein Auge dafür, was unter der Wasseroberfläche sich abspielt. Das will man nicht sehen, will man nicht glauben und orientiert sich dann eben nur an den Schuppen, die dann vielleicht noch übrig bleiben von den toten Fischen. Und das ist eigentlich zu kurz gesprungen. Der Schaden geht eigentlich schon von Anfang an los.